Berlin is one of the greenest cities in Europe, with more than 2,500 public green spaces, parks, and gardens. These areas provide a home for natural diversity and a high quality of life for citizens. Over the next 15 years, the German capital is expected to grow by more than 250,000 inhabitants to 3.7 million. This expansion is likely to increase built-up areas and put pressure on green spaces. The city's administration has recognized that nature conservation and the protection of green spaces are vital for sustainable urban development and social equality. Berlin has developed several policies for enhancing its green areas, which include a landscape strategy, an urban development plan for climate, and a biodiversity strategy. Implementing these plans will enhance the city's sustainable development and protect the well-being of citizens and nature alike. Berlin ist eine wirklich sehr grüne Stadt. Die Grundlage für unser Handeln hier in Berlin und auch für die Sicherung der Ökosystemdienstleistungen dieser Stadt ist unser Landschaftsprogramm. Das Landschaftsprogramm wird flächendeckend für die ganze Stadt aufgestellt, zusammen mit dem Flächennutzungsplan, und beschäftigt sich mit Themen wie Landschaftsbild, Naturhaushalt, also Boden, Wasser, Klima, Luft, aber auch Erholung und Freiraumnutzung und natürlich auch Biodiversität, biologische Vielfalt. In der Vergangenheit kam es in Berlin gelegentlich vor, dass Lebensräume von Pflanzen und Tieren nicht erhalten worden sind. Man hat gelegentlich zu wenig darauf geachtet, dass es notwendig ist, in einer sich entwickelnden Stadt auch die Lebensräume mitzuentwickeln. Und deshalb war es dringend erforderlich gewesen, dass die Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt beschlossen worden ist, die genau an dieser Stelle ansetzt, um eine größere Aufmerksamkeit für die biologische Vielfalt in der Stadt zu erreichen. Pflanzen und Tiere haben sich also neue Lebensräume erobert. Aber genau das ist eigentlich das Ziel, was hier erreicht werden kann. Und das ist auch das Wesentliche und Wertvolle daran. In dem Landschaftsprogramm Berlins haben wir drei ganz tolle Werke entwickelt, die sich mit dem Grün beschäftigen. Das ist der Stadtentwicklungsplan Klima, das ist die Strategie für die biologische Vielfalt und das ist die Strategie Stadtlandschaft Berlin, die sich auseinandersetzt auf eine ganz vernetzte, integrierte Art mit der Stadtentwicklung und dem Wert und der Bedeutung und den Funktionen des Grüns in der Stadt. Der Berliner Wald ist relativ groß. Die meisten glauben gar nicht, wie groß. Insgesamt werden durch Berliner Forsten 28.000 Hektar bewirtschaftet. Das sind etwas mehr als 28.000 Fußballfelder von der Größe. Das Waldklimafahrtprojekt ist ein Teilprojekt und es geht im Wesentlichen darum, die Inhalte des Mischwaldprogramms zu erläutern, den Bürgern deutlich zu machen, aber auch die Bedeutung, die Wald für eine Gesellschaft und für eine Stadt insgesamt hat. Die ganzen, also der Klima, die dann eine Rolle spielt als Erholungsraum, psychische Gesundheit von Menschen, Luftfilter und natürlich last but not least auch die Trinkwasserversorgung der Stadt. Wir haben einen großen Anteil von Wäldern, die noch reine Kiefernbestände sind. Und diese Kiefernbestände wollen wir beschleunigt in Mischwälder überführen. Das ist Sinn und Zweck und Kern des Mischwaldprogramms. Und da haben wir so in den letzten 20 Jahren allein 10 wirklich große Parkprojekte realisieren können in der Stadt. Eins davon ist dieses Gleisdreieck hier, wo wir stehen. Dieses ganze grüne Areal, was Sie hier sehen, war vor 100 Jahren noch ein total technischer Ort. Es war ein altes Bahngelände mit Gleisen, mit Brücken. All die Bäume, die Sie hier sehen, sind ganz von alleine gewachsen. Und heute ist es einfach ein super interessanter, hochmoderner Park, der vereint diese wilde Natur, viele aktive Orte, Spielplätze, einen Naturerfahrungsraum für Kinder. Der Comenius-Garten ist ein Garten, der versucht, das Weltbild von Comenius in unsere Zeit zu holen. Comenius hat sich vorgestellt, dass die gesamte Welt ein Garten sein könne. Wir müssen die Natur als Teil von uns selbst verstehen. Über 2000 Kinder nutzen den Garten. Die Kinder nutzen den Garten, sie entdecken Tiere, Pflanzen, Freunde und ernten im Garten. Es ist eben ein naturnaher Garten
mitten in der großen Stadt und der bedarf besonderer Regeln. Hier wohnen Menschen aus über 170 Nationen. Wir haben Forschungen mit Kindern und die haben alle unterschiedliche Vorstellungen vom Paradies. Ein thailändisches Mädchen hat ein Bild gemalt mit Schmetterlingen. Ein arabisches Kind hat ein vierstöckiges Haus mit einem blauen Dach gemalt. Also alle haben sie unterschiedliche Vorstellungen. Und trotzdem ist die Gartenkultur die einzige Kultur, die alle Menschen vereint. Ja, in Berlin wird der Klimawandel spürbar werden. Im Sommer wird man richtig diese sogenannten Hitzeinseln spüren. Sie werden intensiver und sie werden länger werden. Und es wird natürlich zu Extremwetterereignissen besonders starker Regen kommen. Berlin ist dabei, eine Strategie zu entwickeln für die Anpassung an den Klimawandel. Ich glaube, ein großer Meilenstein ist schon gemacht worden mit dem sogenannten Stadtentwicklungsplan Klima. Mit der Bauleitplanung ist das schon der erste Schritt, aber es gibt auch verschiedene Ansätze, gerade in dem grünen Bereich, gerade wo wir hier auch sind. Gärten ist ein Thema, denn grün temperiert sorgt für gute Aufenthaltsqualität, gerade wenn es heiß wird. Die Berliner Hofgärten ist gerade ein gutes Beispiel dafür, wo Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird. Das heißt, wo es darum geht, die Bürger zu animieren, selber tätig zu werden, selber mit ihren Ideenvielfalt zu begrünen, sei es ein kleiner Hinterhofgarten, sei es aber hier doch auf ein Shoppingcenter. Berlin wächst in der Einwohnerschaft. Wir wollen jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen bauen. Die müssen irgendwo hin, dass wir gerade da die Ideen der Strategien, die wir entwickelt haben, umsetzen und die Grundqualitäten, diese Lebensqualität, die Berlin hat, halten und fortentwickeln. Ich denke, wir werden nicht mehr so viele große Parkanlagen bauen, aber den Bestand profilieren. Berlin is becoming a greener city, both by conserving existing green space and regenerating former brownfield sites. Most importantly, the city's green initiatives bring together people of all ages, giving them an opportunity to get involved. Local gardening and environmental education projects build creativity and tolerance, and also give children the opportunity to connect with nature. At the same time, Berlin is implementing a comprehensive policy program, which will help the city respond to challenges such as population growth and extreme weather events. Unrestricted access to urban green and blue spaces helps to counteract social inequalities and bring together citizens from different backgrounds. Preserving natural areas and urban biodiversity are of vital importance for ensuring the city's sustainable future and deserve a top spot on the urban planning agenda.